Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Stardew Valley. 7539 Münzen haben wir und es geht weiter. Wir wollen wieder unsere Pflanzen begießen und können auch hier direkt ein bisschen Mais ernten. Ich finde, bei dem Mais sieht man das immer nicht so gut, weil sich die Pflanze kaum verändert, wenn da Sachen dranhängen. Klar, wenn man genau hinguckt, dann sieht man hier die Maiskolben. Aber es ist auch schon oft vorgekommen, guck mal hier, den hätte ich jetzt zum Beispiel wieder vergessen. Wenn ich ihn nicht doch noch gesehen hätte. Ist ja gut. Er ist immer am Rumbellen hier. Weiß ja auch nicht, was der immer hat. So, wir füllen mal einmal nach. Ja, Post gucken wir uns auch gleich an. Geht's hier unten weiter. Der Veroni ist wieder fertig. Und manchmal steht man da ein bisschen blöd, dann fehlt hier wieder ein so ein Feld. Oder man steht zu weit im Feld. So, wir legen uns auch wieder ein bisschen Geld zurück, natürlich für den Herbst. Da wollen wir dann auch wieder einiges pflanzen. Und am Anfang des Monats braucht man dann, oder am Anfang der Jahreszeit ja vielmehr, braucht man dann immer ein bisschen Geld, um Samen zu kaufen. Thomas, ich sammle Daten zu der Korrelation zwischen Erdbodenalkalinität und Nutzpflanzen Fructosewerten. Kurz gesagt, ich brauche eine frische Melone von deinem Hof. Wenn du mir eine vorbeibringst, wäre ich sehr dankbar. Aber natürlich, Demetrius, wir haben genug da. Gar kein Problem. Das können wir schon mal alles reinlegen. Den Hopfen behalten wir wieder hier. So, und eine Melone möchte er gerne haben. Da reicht so eine ganz normale. Genau. So, ich glaube hier, das können wir mal alles abgrasen. So, um die Tiere müssen wir uns dann auch noch mal kümmern. Bisschen Heu. So, ich glaube, 4 Tiere können wir hier haben. Dann sollten wir vielleicht auch noch mal 2 Kühe dazu kaufen. Macht ja auch Sinn, das Geld haben wir. Auch wenn wir ein bisschen sparsam sein müssen. Aber das Geld lohnt sich dann als Investition. Wir müssen auch für den Winter natürlich vorbereitet sein. Im Winter wächst nichts. Und da sind wir dann so ein bisschen darauf angewiesen, zum Beispiel auf Tierprodukte. So, Hofgebäude errichten. Da wollen wir hier gerne den nochmal haben.
Ich würde sagen, dann bauen wir den hier einfach hinter. Dann nutzen wir den Platz dort hinten. So, sie fängt wieder an zu bauen und wir haben ein weiteres Silo. Das ist doch schön. Ach, Demetrius, der wollte ja die Melone haben. Wenn wir schon mal hier sind, können wir die direkt abgeben. Perfekt, genau das habe ich für meine Forschung benötigt. Es wird mir schwer fallen, sie nicht zu essen. Vielen Dank. Wenn das Strigolatonen-Niveau sich weiter erhöht, wird es dann einen proportionalen Effekt auf das mykorrhizale Wachstum haben. Oh, tut mir leid, ich habe gerade über ein paar Daten nachgedacht und dich gar nicht bemerkt. Brauchst du etwas? Könnt ihr vielleicht mit ihr auch nochmal sprechen? Hey, hast du irgendwelche interessanten Hofgeschichten, die du mir erzählen kannst? Wohl nicht. Nee, tatsächlich eher nicht. Was haben wir hier? Zwei Wildpflaumen. Unser Haus hat so eine schöne Lage, findest du nicht? Ich liebe die frische Luft in den Bergen. Ich freue mich schon auf den Herbst, die kühle Bergbrise, das rote Laub im Wind, der Geruch von Pilzen. So, ich wollte noch mal ganz kurz gucken. Nutzpflanzenqualität, also die Melonen kriegen wir nicht mehr zusammen, aber dann werden wir im Herbst uns um den Kürbis kümmern. Das ist noch hier die Alternative, um das Paket fertig zu machen. Und dann müssen wir halt ein paar mehr Kürbisse einfach anbauen, damit wir hier die Qualitätsstufe Gold erreichen und 5 Stück von denen. So, hallo, ich bin's Emily. Ich würde gerne jemanden Amethyst abkaufen, damit ich ein paar feine Schmuckstücke herstellen kann. 300 Gold, ich weiß gar nicht, ob wir einen haben. Wir nehmen das erstmal an. So, und ich würde auf jeden Fall nochmal kurz 5 Kupferbarren holen. So, mit Penny können wir immer mal sprechen. Hallo, die Berge sehen heute schön aus, oder? So, Geschenke haben wir hier, glaube ich, schon 2 gemacht. Ja. Oh, 4 Herzen schon. Das geht ja echt fix hier. Bin ich ein bisschen erstaunt, muss ich sagen. Und hier haben wir dann auch wieder ein bisschen was. Hier den Eichenharz. Da wollte ich eigentlich auch noch so ein paar herstellen von denen. Was brauchen die denn? Kupferbarren und Holz. So, Edelwicken können wir mal mitnehmen. So, und 5 Kupferbarren. Wildpflaumen, da können wir nochmal was Schönes draus machen. Ich wollte nochmal kurz gucken, wie das Wetter morgen wird. Wenn es regnet, gehen wir nämlich in die Mine. So, morgen wird es den ganzen Tag klar und sonnig. Das trifft sich gut. Dann können wir ruhigen Gewissens unsere Spitzhacke nämlich abgeben bei Clint. Und ein paar Blumen verteilen. Ach du meine Güte, bist du sicher? Geht es nur mir so oder sieht Abigail ein wenig bleich aus? Vielleicht sorge ich mich einfach zu sehr um sie. Danke dir, das versüßt mir meinen Tag. Hi, brauchst du etwas? Können wir hier nochmal eine geben? Ne, haben wir schon 2. Pass da draußen auf dich auf, mein Kind. Du könntest dir einen Sonnenbrand holen. Ja, wir sollten nicht zu viel Zeit verstreichen lassen. Clint macht sonst bald zu. Gucken, mag Hey die Edelwicken? Weiß ich gerade gar nicht. Schock für mich? Danke dir. Okay.
kam auf jeden Fall gut an. Bauer zu sein klingt so langweilig. Was machst du überhaupt den ganzen Tag? In deinem Zimmer herumschnüffeln. Mich um die Pflanzen kümmern eigentlich, ja. Klingt nach einer Menge Arbeit. Ja, da hast du recht. Was haben wir denn hier noch? Eine Gewürzbeere. Wen könnten wir die denn mal schenken? Lea vielleicht. So, Werkzeuge verbessern. Dann nehmen wir jetzt hier die Kopfhörerspitzhacke. Kostet natürlich auch wieder 2000 Gold. Danke, ich fange damit so bald wie möglich an. Sollte in ein paar Tagen fertig sein. Ja, was muss, das muss, ne? Ich rieche eine Grillparty. Verdammt, ich hätte gerade echt gerne einen Burger. Okay, Burger mag er wohl ganz gerne. Aber dazu bräuchten wir dann auch erstmal eine Küche, um uns überhaupt Essen zu craften. Wenn Fischen wieder etwas beliebter wird, erweite ich vielleicht mal meinen Laden. Ja, warum nicht? Willy? So, ein bisschen Lehm. Auch immer gut, wenn wir welchen finden. Ich wüsste auch nicht, wie man sonst daran kommt. So, hier ist auch nichts Besonderes mehr. Ja, lass uns mal die Lea suchen. Dann können wir der vielleicht die Gewürzbeere geben. Eine Edelwicke. Da warten wir kurz, bis sie drin ist. Und dann plündern wir den Mülleimer. Naja, immerhin eine grüne Alge. So, warte. Das ist ein wirklich nettes Geschenk. Danke dir. Das fließende Wasser hält mein Haus im Winter ein wenig kühler. Ich komme mit Hitze nicht wirklich gut klar. Okay. Okay, schade. Kaufen können wir uns hier leider nichts. Haben wohl schon zu. Ich hätte gerne noch die beiden Kühe gekauft. Aber wir schauen uns jetzt sonst hier einfach nochmal um. Die Sonne ist heute sehr intensiv. Ich befürchte, meine Haut ist ein wenig zu empfindlich. Das ist für mich fabelhaft. Okay, der mag auch Edelwicken. Machen wir hier unten nochmal eine Tour. Nichts zu sammeln. Schade. Hüte, wir verkaufen Hüte. Ja, was meint ihr? Mag der Zauberer vielleicht Korallen? Können wir ja mal ausprobieren. Und wir müssen auf dem Hof nochmal gucken, ob wir einen Amethyst haben. Vielen Dank, ich denke, das könnte nützlich sein. Okay, also ganz schlecht war das nicht. Mit dem Reden können wir auch nochmal, pass auf, du stehst auf meinem sehr mächtigen magischen Feld. Ich habe meine Hütte hier aus einem bestimmten Grund aufgebaut, weißt du? Ach, vermutlich, damit du nicht so oft belästigt wirst. Dann nehmen wir aber keine Rücksicht drauf. Hier und da werden wir immer mal vorbeischauen. Und auch mit ihm müssen wir natürlich unsere Beziehung mal erhöhen. Müssen nicht, aber es ist von Vorteil. Weil ihr bekommt dann von den Personen mal Rezepte oder mal Geschenke. Ganz unterschiedlich. Oder ihr schaltet teilweise Sachen frei. Bei Mani zum Beispiel müssen wir mal gucken, dass wir dann irgendwann mal da in ihren Raum kommen, damit wir die Shorts vom Bürgermeister bekommen. So, hier haben wir noch einige Edelwicken. Ein paar Fackeln. Können wir auch mal reinlegen. Hier haben wir noch ein paar Steine, sehe ich gerade.
Korallen und genau, Grünalgen haben wir ja schon. Die legen wir dann auch mal hier rein. Was bin ich nur für ein Herrchen? Ich habe schon wieder vergessen, dem Hund Wasser zu geben. Den Baum hier nochmal fällen. Steht hier eh so ein bisschen im Weg. So, und hier müssen wir auf jeden Fall ein bisschen aufräumen. Zumindest so, dass wir sehen, wo wir hinbauen. Hier schon mal anfangen. Der muss auch weg. Ja, schade hier um die kleinen Bäume, aber die stehen uns halt im Weg. Und wir könnten ja auch noch Bäume anpflanzen. Die Samen haben wir ja schon zu Genüge. So, da kratzt dann unsere Energieleiste auch schon wieder. So, genau, hier führt dann nochmal ein Weg hoch. Da können wir keinen Weg bauen, das macht aber auch nichts. Wir den nochmal mit, zack. Und hier bräuchten wir dann nochmal einen anderen Weg. Wir hätten uns doch einen freigeschaltet. Trittsteinpfad zum Beispiel. Wir haben allerdings keine Steine, ne? Den können wir dann hier vielleicht mal bauen. Oder was haben wir hier noch? Schotterpfad können wir auch nehmen. Müssen wir mal gucken. Holzfeuerschalen können wir natürlich auch am Wegesrand aufstellen, aber ja, eigentlich sind die nicht so hübsch. Gut, legen wir die Sachen erstmal wieder ab. Holz haben wir schon einiges wieder gesammelt. 210 Steine sind halt Mangelware. Da müssen wir dann noch mal irgendwie was unternehmen. Vielleicht das nächste Mal in der Mine ein bisschen mehr Steine kloppen. So, dann gehen wir mal schlafen. Sammelstufe 6, Axteffektivität hat sich erhöht. Wir haben jetzt ein Rezept bekommen, mit dem wir Blitzableiter herstellen können. Wilde Saat für den Herbst können wir herstellen und einen Teleport-Totem. Ich würde gleich mal gucken, was das kostet, diesen Blitzableiter zu bauen. So, wo haben wir ihn denn da? Eisenbarren, verfeinerter Quarz und Fledermausflügel. Die können wir sogar bauen. Nutzpflanzenforschung, da haben wir noch Geld von Demetrius. Und Emily soll mir noch einen Amethyst bringen. Stimmt, danach wollten wir gucken. Da haben wir einen. Sehr schön. Ist jetzt nur die Frage, wer war denn Emily nochmal? Die gute. Okay. Machen wir. Aber erstmal müssen wir uns um unsere Pflanzen und Tiere kümmern. Da kommen wir nicht drum rum. Ach, guck mal, hier können wir dann auch nochmal ein Feld freiräumen. Jetzt haben wir ja die Axt.
Ja, später, ich glaube, mit goldener Gießkanne haben wir auch die Möglichkeit, dann gleich so eine Neunerfelder hier zu gießen. Das ist dann natürlich auch sehr praktisch. Ich glaube, mit Eisen vergrößert sich nur das Feld in die eine Richtung einmal. Ist natürlich dann praktisch, wenn man irgendwie so Fünferfelder macht oder sowas. Aber ich würde eigentlich diese Struktur ganz gerne beibehalten. Peperonis. So, das sieht doch schon mal gut aus. Dann lass uns den Hopfen erstmal wieder reinlegen. Zack, zack, zack. Und ja, den Rest verkaufen wir. Edelwicken werden wir in der Stadt wieder verteilen und zu Emily müssen wir auf jeden Fall. So, und bevor ich das vergesse hier, Hundi, sag bitte schön. Ein rostiger Sporn, den haben wir schon abgegeben. Ja, hier in der Ecke ist da noch was. Nehmen wir auch mal mit. So, und die Tiere wollen natürlich auch Essen haben und gestreichelt werden. Da müssen wir dann auch nochmal vorbeischauen. So. Vielleicht machen wir das dann auch so, dass wir in dem Stall jeweils irgendwie eine Kiste aufstellen, wo wir dann sowas hier reinpacken. Melkkübel, da müssen wir das nicht immer mitschleppen. So, Wildpflaume legen wir mal ab. Haben wir erst drei. So, als erstes zur Emily und den Amethyst abgeben. Bevor wir das wieder vergessen. Man entdeckt halt auch immer wieder irgendwelche Sachen hier zu erledigen. Danke dir, das versüßt mir meinen Tag. Was mache ich bloß zum Abendessen? Ja, am Sonntag wird die Woche quasi zurückgesetzt, dann können wir wieder neue Geschenke verteilen. Schock für mich, danke dir. Emily kocht normalerweise das Abendessen, aber sie macht so merkwürdiges Zeug wie Quinoa. So, da ist sie. Nanu, warum bist du hier? Das erinnert mich an etwas. Selbst das kleinste, gewöhnlichste, simpelste Licht enthält ein wundervolles Geheimnis. Jetzt weiß ich, warum du hier bist. Es ist ein Zeichen. Und da sind wir auch schon wieder weg. Ja, scheinbar träumt sie und wir tauchen da auch schon auf. Da trifft sich das ja gut, dass wir den Amethyst vorbeibringen.
Thomas. Thomas hat etwas Besonderes. Unsere Schicksale werden sich kreuzen. Ja, und das in wenigen Minuten. Hey, Amethyst, genau was ich gesucht hatte. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Hier, deine Bezahlung wie versprochen. Hi, Thomas. Gucken. Danke dir, ich fühle eine positive Energie in diesem Geschenk. So, und hier bekommen wir dann nochmal 300 Gold. Ja, Leute, also mein Tipp so, schenkt einfach die Blumen, die er sammelt. Nochmal. Ah, ein weiterer wunderschöner Tag in Pelikan. Meine Freunde. Oh. Oh nein, du armes Ding. Dein Flügel ist gebrochen. Oh, du bist ein wenig anders als der Rest, nicht? Genau wie ich. Keine Angst, ich pflege dich wieder gesund, Kleiner. Alles wird gut. Emily nahm den verletzten Papagei mit nach Hause und bandagierte den Flügel. Er ist jetzt in ihrem Zimmer. Als Zeichen ihres Respekts gab sie dem Vogel keinen Namen. Ja, bei Emily im Zimmer ist dann jetzt hier so ein Papagei zu finden. Das kommt halt auch dazu, je höher ihr die Beziehung mit jemandem macht, desto mehr ja, kriegt man hier zu sehen. Sag mal, pflanzt du Blaubeeren auf deinen Hof an? Ich liebe frisch gepflückte Blaubeeren. Das ist gut zu wissen. Da haben wir ein paar, glaube ich. Oh, hi. Thomas, richtig? Ich genieße einfach nur dieses großartige Wetter. Hey, mach schon. netter Versuch. Ich werde der erste professionelle Gitterballspieler aus dem Sterntautal. Davon bin ich überzeugt. Ich habe schon mein Schulteam bis zur Regionalausscheidung gebracht. Jetzt trainiere ich und werde stärker, um einen Platz in der Aufstellung der Zuzu-Tunnelers zu ergattern. Wart's einfach ab. Ich glaube an dich. Danke, Thomas, das werde ich nicht vergessen. Hey, das war lustig, oder? Ein paar Glasscherben. Ja, findet man mal häufiger am Strand, muss man leider sagen. So, wir haben noch ein paar Edelwicken zu verteilen. Penny würde ich noch ganz gerne aufsuchen. Auf die wollen wir uns erstmal so ein bisschen konzentrieren. Vielleicht nochmal reingucken. Hatten wir, glaube ich, noch nicht. So, und Edelwicken. Ich weiß gar nicht, ob Lea die mag. Ja, das ist ein wirklich nettes Geschenk. Danke dir. Und wir haben einen neuen Freund bekommen. Was sollte ich an so einem warmen, faulen Tag schon tun? Irgendwelche Ideen? Ich weiß gar nicht, ist unsere Spitzhacke vielleicht schon fertig? Schon mal hier sind, können wir ja mal reinschauen. Okay, der arbeitet noch an unserer Spitzhacke.
Vielleicht können wir dem mal jemand so einen rostigen Sporn schenken. Okay. Mag er wohl nicht so. Hast du keinen Job oder so? Achso, Glasschelm. Ich weiß gar nicht, ob wir die schon abgegeben haben. Gucken wir nochmal kurz. Ja, die haben wir schon. Okay. Alles klar. So, hey, die haben wir die Blumen schon gegeben heute. Und hier haben wir noch zwei. Mit denen schnacken wir mal. Hi du. Brauchst du etwas? Ich soll nicht mit Fremden reden. Ja, ist auch besser so. Wenn du einen Heißluftballon über dem Meer siehst, ist gerade Hochsaison des Sommers. Ach, hier die Omi können wir nochmal beschenken. Nein, die wollen wir nicht essen. Ach du meine Güte, das sieht wundervoll aus. Das ist sehr lieb von dir. Edelwicken sind momentan in voller Blüte. Sie haben so einen wundervollen Geruch, nicht? Ja, der Herr Gnaci ist ja nicht kalt. Sie machen die Pullover nicht so wie früher. Der ist halt immer am Meckern. Heute werde ich mich einfach entspannen und positiv denken. Ach du meine Güte, bist du sicher? Ich weiß halt nicht, ob das gut oder schlecht ist. Nimmst du dir je einen Tag frei? Kriegen wir gleich schon wieder eine Edelwicke. Dem können wir vielleicht mal... Ne, Koralle verkaufen wir lieber. Es ist gut, hin und wieder eine Pause zu machen. Aber das ist wohl nicht so leicht, wenn du auf einem Hof lebst. Hey, zumindest musst du dir im Winter keine Gedanken über deine Pflanzen machen. Ja, man kann das natürlich auch positiv sehen. So, da oben ist Penny. Geben wir nochmal hier das Geschenk ab. Nein, wollen wir nicht essen. Danke dir, das sieht speziell aus. Also, dekorierst du deinen Hof gern? Es muss schön sein, einen eigenen Ort zum Schmücken zu haben. Schauen hier oben nochmal lang und dann gehen wir auch zurück zum Hof. Hallo Linus. Das ist eine einfachere Jahreszeit für mich. Ich muss mir keine Gedanken darüber machen, warm zu bleiben. Außerdem wachsen überall wilde Früchte. So, wir gucken hier oben nochmal kurz, ob es hier irgendwelche Regenwürmer gibt. Ja, da gibt es einen. Huch. So, Totemberge. Damit können wir uns teleportieren. In die Berge. Ich glaube, das kommt aber nicht so oft vor. Deswegen werden wir das wohl eher verkaufen. So, und hier gibt es auch ansonsten nichts zu holen für uns. Bring dich direkt in die Berge, wird bei Benutzung verbraucht. Ja, ich weiß gar nicht, was das an Geld bringt, wenn man das verkauft. Aber ich wüsste nicht, warum wir uns jemals in die Berge teleportieren sollten. Es sei denn, der Zug rast da lang und da muss man halt ein bisschen schnell sein, weil der so ein paar Sachen mal ab und zu verliert. Aber ja, bisher sind wir auch ganz gut ohne ausgekommen. So, den Lehm können wir abgeben. Glasscherben packen wir mal ins Haus. Haben wir sogar schon. Ja, und dann investieren wir noch mal ein bisschen Zeit und Kraft und hauen hier die Blöcke mal weg. Können wir vielleicht im Herbst hier auch noch mal was anpflanzen. Das ist ein bisschen schade. Mal gucken, wo der jetzt hinfällt. Wenn er ins Wasser fällt, sind halt die Ressourcen weg. Nee. Na, Glück gehabt.
Zartholz brauchen wir später zum Beispiel auch noch für die Verbesserung unseres Hauses. Ich glaube, 100 oder 150 werden da benötigt. Da werden wir nicht ganz hinkommen hier mit den Sachen, die auf dem Hof sind. Aber wir werden später auch noch den Wald freischalten. Und in den Wald können wir dann gehen, um zum Beispiel Holz zu hacken. So, schauen wir das noch, den zu fällen. Ja, zumindest gefällt kriegen wir ihn. Die Baumstümpfe müssen wir dann ein anderes Mal wegschaffen. Was haben wir hier? Platziere dies auf deiner Farm, um einen Mahagonibaum zu pflanzen. Okay. Da wollen wir ran. So, Harz haben wir auch schon wieder gesammelt für eventuellen Dünger. Die packen wir auch erstmal rein. Brauchen wir nicht. Gut, und da würde ich sagen, gehen wir mal schlafen. So, was hat der Tag gebracht? Ja, ein bisschen Geld. Auch nicht allzu viel. Hier 20 Gold kriegen wir da gerade mal für. Das lohnt sich gar nicht. Dann bewahren wir die lieber vielleicht einfach mal auf. Gut, Leute, und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet und mit dabei seid. Und ja, lasst auch gerne ein Like und einen Kommentar da. Würde ich mich auch sehr darüber freuen. Bis dahin.